Heute bin ich mit Kühne on Tour. Mich interessiert einfach mal, wie die Gurke ins Glas kommt. Ja, moin, Herr Strauß. Hallo. Grüß dich. Hallo, freut mich. Sag mal, und seit wann baut ihr denn eigentlich schon die Gurken für Kühne an? Seit fast 30 Jahren sind wir Kühne-Anbauer. Wie lange braucht diese Gurke, bis sie so groß ist? Und wie lange braucht sie, bis sie so groß ist? Bei derzeitiger Witterung kann man davon ausgehen, dass zwischen den beiden Gurken maximal 3 Tage liegen. Das ist unglaublich. Vom Saatkorn, wenn wir das Saatkorn in den Boden legen, ungefähr 50 bis 55 Tage später können wir die ersten Gurken ernten. Ah, okay. Das heißt, diese eine Pflanze produziert immer wieder Gurken nach. Das ist ganz wichtig, dass die Pflanze schonend abgeerntet wird. Mhm. Je wohler sich die Pflanze auf dem Feld fühlt, desto schöner werden die Früchte. Mhm. Im Hause Kühne werden sehr hohe Anstrengungen gemacht, um knackige Gurken ins Glas zu bringen. Knackig sind sie. Man kann sich das gar nicht vorstellen, was da dahinter steht. Ich habe von meinem Vater gesunde Böden übernommen und möchte auch meinem Sohn gesunde Böden weitergeben. Jetzt will ich natürlich auch wissen, wie sie auf dem Feld aussehen und wie sie geerntet werden. Ja. Kannst du gleich mal Probe liegen auf dem Feld, auf dem Gurkenflieger. Hier sieht man schön die Gurken. Diese Gurken, ich gebe den Leuten auf der Erntemaschine immer an, kleine Fingergröße ist erntebereit. Super. Alles klar. Dann würde ich sagen, die nehme ich jetzt mit ins Werk und dann schauen wir mal, wie die Gurke jetzt ins Glas kommt. Ja, also vielen Dank für alles. Guten Appetit bei den Gurken. Vielen Dank für den Besuch. So, moin. Ja, moin. Da bin ich. Hallo. Herzlich willkommen. Ja, danke. Ich habe für dich noch Arbeitszeug mitgebracht. So, schick. Für uns ist einfach die Nähe zum Landwirt wichtig. Der kontrollierte Anbau und dass wir die Ware wirklich frisch ins Werk bekommen. Also wenn der Landwirt die Gurken anliefert, ja, wird direkt die Rohware jetzt dem Landwirt zugeordnet. Also alles auch in Jahren noch nachvollziehbar. Ja, ja, super, dann schauen wir uns das mal an jetzt. Auf geht's! Die Gurken sind frisch geerntet. Also die Gurken werden frisch angeliefert. Vom Feld werden dann mit einem Stapler in Schwemmbecken gekippt. In dem Schwemmbecken weichen die Gurken das erste Mal an, gehen von da aus zu den Verlesebändern und wird hier nochmal handverlesen. Bei uns soll nur die beste Gurke ins Glas. Die Rezepturen für die Gewürze sind seit 100 Jahren geheim. Von dort aus laufen die Gläser ins Füllkarussell. Mhm. Weil die Gurken, ich sag mal, sehr schwer einzufüllen sind ins Glas. Also man kann das auch nicht nur maschinell machen. In den Vakuumaten wird Essig ins Glas gegeben. Dann gehen wir in die Verschließmaschine, machen den Deckel aufs Glas. Von da aus weiter Vakuumprüfung und dann werden die Gläser in Pasteur eingekocht. Ja. Auf jedem Glas, was bei uns von der Linie läuft, haben wir einmal hier das Mindesthaltbarkeitsdatum drauf, ja, okay. Haben die Uhrzeit, wo wir es hergestellt haben und wir haben ein Kürzel für den Tag und den Monat. Gut, dann packe ich die jetzt mal ein. Gut. Dann darfst du noch mal eine von meinen Gurken probieren. Ja, guten Appetit. Guten Appetit. Und dann mache ich mich nämlich wieder auf den Weg nach Hamburg. Gute Fahrt. Bis bald. Ja? Komm auf jeden Fall wieder. Tschüss.